Robert Wagner, Etappensieger, Glückwunsch zum Sieg. Wie war das Finale? Oh, der letzte Berg, der war ungefähr, ich glaube, 28 Kilometer vom Ziel. Arschbacken zusammengekniffen und drüber. Ich hatte noch drei Teamkollegen zur Seite gehabt und die haben mich wieder ins Feld gebracht. Und dann hatte ich noch zwei Runden im Prinzip Zeit, mich zu erholen. Am Ende eine gute Position und ja, wieder ein bisschen erholt gewesen und gewonnen. Ab wann hast du was ausgerechnet? Ich hatte gestern einen schlechten Tag, konnte nicht über den letzten Berg noch drüber fahren und war am Ende noch gestürzt von der gestrigen Etappe. Und ja, ein paar Schmerzen heute am Start und deswegen wusste ich nicht, was es heute wird. Und ganz speziell halt am letzten Berg, wie wird gefahren oder wie steil war das Ding oder ist das Ding gewesen. Und dann am Ende hatte ich mir natürlich dann schon was ausgerechnet, wo es dann abzusehen war, okay, ich bin dabei, die Teams, Sprinter-Teams halten alles zusammen und konnte ich zeigen, was ich kann. Ja. Auf wen hast du denn am meisten geachtet von den Konkurrenten? Ganz klar Columbia und Milram mit Lee Howard und Gerald Sjulek. Ja, eigentlich die Top-Favoriten und das waren meine Hinterräder. Ja. Bist du überrascht, dass Sjulek nicht ganz vorne hat mithalten können? Nein. In dieser Saison läuft es ganz gut im Sprint. Es läuft eigentlich, Sprinter ist man nicht von heute auf morgen, das sowieso nicht. Also ich bin schon immer eigentlich schnell und in diesem Jahr, ich habe das Vertrauen der Mannschaft. Bin extra nicht zur Belgien-Rundfahrt gefahren, weil wir haben noch einen Sprinter, Kenny van Hummel. Der hat übrigens heute in der Belgien-Rundfahrt eine Etappe gewonnen, das habe ich auch gehört, also heute Doppelsieg. Und darum konnte ich schon dieses Jahr öfters zeigen, dass ich schnell bin. Und heute eben wieder. Und es ist natürlich schön, vor so einer Konkurrenz zu gewinnen. Danke dir. Danke.